Hulk Hogan, Wrestler mit Klopapier-Notruf. Binnen eines Bruchteils einer Sekunde kann sich das stille Örtchen offenbar zum Epizentrum der Wut und Verzweiflung entwickeln, es genügt der Blick auf die nicht vorhandene Klopapierrolle. Für einen viralen Hit braucht es dann nur noch einen weltweit bekannten Star. Genau mit diesem Rezept erheitert gerade die Wrestling-Größe Hulk Hogan, 69, das Netz. Ohne weitere Erklärung hatte Hogan am gestrigen Mittwoch, 25. Januar, einen Tweet abgelassen. In dem es hieß, Bruder, mir ist das Klopapier ausgegangen, Hilfe, die 8 gesetzten Ausrufezeichen verdeutlichten den offenbar dramatischen Notstand. Zwar löschte Hogan den Tweet kurz darauf, bekanntlich findet sich im Internet aber immer jemand mit flinkem Screenshot-Finger. Um derartige Twitter-Perlen für die Nachwelt zu erhalten. Was genau zu dem Fauxpas führte, ist nicht verbrieft. Ein Erklärungsversuch wäre, dass Hogan aufgrund der Ausnahmesituation Privatnachricht mit öffentlichem Tweet verwechselte und so aus Versehen seine 2 Millionen Follower um Hilfe bat. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob er sie erhielt.